Hans-Uli, du bist hier Teilnehmer bei Bauerledig Such. Kannst du etwas sagen zu deiner Person? Also ich bin aus dem Emmental, bin gelernter Zimmermann. Hobbys sind Musik machen, singen und biken. Ich habe 11 Hektare Betrieb mit 12 Milchkühen, SF-Milchkühen und 6 Aufzuchtrinder. Ich habe knappe Hektare Mais und 80 Hektare Mais, 80 Hektare Dinkel und der Rest ist Grünland. Ja, ja, das ist etwa so das Wichtigste. Also die Musik ist in diesem Fall ein wichtiges Hobby für dich, ein wichtiger Bestandteil. Ja, es ist ein guter Ausgleich, auch ein bisschen für das Gemüt. Es tut gut, ja, doch. Mhm. Und du bist gelernter Zimmermann und jetzt bist du auch noch Bauer. Jetzt bist du noch Bauer. Warum bist du eigentlich Bauer geworden? Was fasziniert dich an diesem Beruf? Ja, es ist natürlich schön, draußen in der Natur zu arbeiten. Und meine Eltern hatten einen Hof, da bin ich auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und es ist eigentlich, ja, hat sich das so ein bisschen ergeben. Ja. Okay. Und du machst hier mit bei Bauerledig Such. Das muss dir für dich eine Frau mitbringen oder dass sie deine Partnerin wird? Ja, es sollte eine natürliche, aufgestellte sein, die gleiche Interesse hat oder einfach so das gleiche Flair für Haus und Hof und dass man zusammen ein bisschen am gleichen Strick ziehen und ja. Bist du schon lange Single? Ich hasse die Frage. Wie bist du zu Bauerledig Such gekommen? Ich bin angemeldet worden und ja. Weißt du, wer dich da angemeldet hat, oder hast du es schon herausgefunden? Nein, ich habe eigentlich noch nicht gross nachgesucht. Und wie haben deine Kollegen, deine Familie und deine Freunde darauf reagiert, dass du jetzt hier mitmachst? Ja, eigentlich positiv, ja. Also, dann wünschen wir dir viel Erfolg bei dieser Sendung. Toi, toi, toi und merci vielmals. Ja, danke.